Ja, hallo, schönen guten Tag und heute wieder mal ein Dreh aus dem Vinzenz Krankenhaus. Mal nicht um ein medizinisches Thema, was unsere Fachbereiche angeht, sondern ein medizinisches Thema, was die Masken angeht. Ihr wisst alle, Masken, FFP2-Masken werden zur Pflicht im öffentlichen Nahverkehr, beim Einkaufen, also überall auch draußen. Jetzt ist natürlich immer wieder das Thema: Welche Masken, wo kriege ich sie her, wie werden sie aufgesetzt? Dafür habe ich mir heute Unterstützung geholt, die ich gleich vorstelle, will aber vorab sagen, nicht, dass ihr denkt, wir machen das einfach so. Nein, wir sind beide vorher getestet worden und wir können uns deswegen nämlich gegenüber sitzen. Und ich darf ganz herzlich begrüßen Kaya Hartl, eine Mitarbeiterin unseres Hauses, und ihr werde ich auch ein paar Fragen stellen und sie wird uns auch mal vorführen, wie das dann ist mit dem Maskenaufsetzen. Und ja, dann haben wir auch mal ein bisschen was mitgebracht, und zwar, es gibt ja immer wieder etwas Verwirrung mit den Masken. Wir haben hier eine KN95-Maske. Das ist ein chinesischer Standard, der nicht per se schlechter ist als die anderen Masken und filtert 94-95% der Viren ab. Also das sind die sogenannten KN95-Masken. Dann haben wir hier FFP2-Masken. Und da müsst ihr alle, oder müssen Sie auch alle drauf aufpassen, die müssen zertifiziert sein nach EN149. Das ist die maßgebende Nummer für die FFP2-Masken. Und wir haben hier auch noch die medizinischen Masken, die natürlich nicht ganz das standardmäßig haben wie die FFP-Masken, aber trotzdem ausreichend sind. Und jetzt kommt natürlich immer wieder, wo kaufen? Und ja, dann frage ich doch mal Kaya, weißt du irgendwas noch, was ich jetzt noch so, oder was du noch sagen könntest, was das Kaufen angeht? Ja, es wäre schon wichtig, dass die Masken in den Apotheken oder zum Beispiel in den großen Drogeriehändlern gekauft werden. Also eigentlich seriöse Anbieter ja. Die Anbieter, die schon länger auf dem Markt sind. Wenn ihr jetzt eine Maske habt, und jetzt kommen wir zu dem, wo wir eigentlich unter anderem hinwollen, und zwar richtiges Aufsetzen und Umgang. Am Beispiel einer FFP2-Maske. Da gibt es auch Grundsätze und die gelten auch für einfache medizinische Masken. Also nochmal, das ist die einfache medizinische Maske und hier haben wir die FFP-Maske. Also die Grundsätze sind eigentlich die gleichen und da freue ich mich jetzt auf Kaya. Und das Ganze geht jetzt schon los mit dem Auspacken einer Maske. Also wichtig ist es, dass man sich die Hände davor wäscht, aber optimal wäre natürlich, wenn man sich die Hände desinfiziert. Ja. So, dann packen wir schon die FFP2-Maske aus. Einmal an die Schlaufen fassen, mit dem Bügel nach oben, dann unter dem Kinn aufsetzen. Die Schlaufen hinter den Ohren. Wenn die Schlaufen zu groß sind, kann man Knoten in die Schlaufen setzen. Wichtig ist auch, dass der Nasenbügel fest an der Nase sitzt, ja, sodass die Maske nicht rutscht. So dass also die Passform optimal angepasst ist und die Maske von vorne eine Dichtigkeit hat. Genau. Genau. Und Kaya hat es ja schon gesagt, gegebenenfalls hinten in die Schlaufen einen Knoten machen, um somit das etwas zu verlängern. So, Kaya hat jetzt die Maske aufgesetzt. Irgendwann kommt der Punkt, wo die Maske auch mal wieder abgesetzt wird. Und da würde ich jetzt Kaya gerne mal bitten, das auch mal vorzuführen, wie man das am besten macht. Kann aber auch schon mal vorab sagen, was Kaya dann auch machen wird. Bitte, ihr könnt die Maske gerne von außen anfassen, ja, mit euren gewaschenen Händen. Aber bitte nicht auf die Innenseite mit den Händen. Und das ist egal, ob gewaschen oder ungewaschen. Bitte nicht die Innenseiten der Masken benutzen, weil da bringt ihr einfach jegliche Art von Erregern mit rein. Kaya, setz mal die Maske ab. An den Schlaufen festhalten, mit der Innenseite nach außen. So. So, dass es natürlich gut trocknen kann, da die Masken ja auch feucht sind durch das lange Tragen auch, ja. So, und ich habe jetzt gesehen, du hast das auf eine Serviette gelegt, beziehungsweise ein Tuch. Das heißt,
sehe ich das richtig, die Maske nicht einfach irgendwo hin, sondern immer wieder auf etwas Sauberes drauflegen. Genau, am besten immer ein sauberes Küchentuch. Ihr könnt sie aber auch, wenn ihr sie zum Beispiel länger nicht braucht, nach Hause kommt, an die Wäscheleine hängen. Ja, wichtig ist, dass die Innenseite nicht angefasst wird. Ja. Also das heißt, einfach an den Schlaufen nehmen, auch schön durchlüften, dann korrekt, aufhängen. Genau. Gut. Jetzt passiert es natürlich folgendermaßen, man ist unterwegs. Und da ist es mir auch schon passiert, die Maske verrutscht beim Tragen. Was soll ich denn da machen? Immer von vorne anfassen, drauf fassen quasi auf die Bügel. Ich kann es ja nochmal gerade vorführen, ja. Also von unten, wie gesagt, wie ich schon gesagt hatte, ja, so diesen Bügel zurechtrücken und somit sitzt die Maske fest. Also vollkommen einleuchtend, nicht so. Richtig, ganz genau. So, dann kommen wir mal zu dem Klassiker, das Autofahren. Man nimmt das Auto zum Einkaufen, kommt dann zurück und fährt nach Hause und hat im Auto dann nicht die Maske auf. Aber wohin und wie setze ich die Maske im Auto ab? Wo lege ich sie hin im Auto, so dass ich auch keine Sichtbehinderung habe? Aber wie gehe ich richtig im Auto mit der Maske um? An den Innenspiegel hängen oder... Nee, das machen ja sehr viele, wie man sie manchmal beobachten konnte, machen das wirklich viele, dass sie das an den Spiegel hängt. Das ist falsch, das ist nicht so korrekt. Wichtig wäre natürlich ja auch eine Serviette dabei zu haben oder Taschentücher. Die meisten Frauen haben ja Taschentücher bei sich, ja. Die sind dann im Vorteil natürlich. Am besten dann, wie gesagt, wieder an den Schlaufen herabnehmen, bloß nicht die Innenseite anfassen. Also das wäre jetzt falsch, das ist nicht korrekt. Ja, genauso wie auch nicht von vorne. Am besten wäre natürlich, ich will es gerade nochmal vor, so an den Schlaufen abziehen. Hier an der Nase oben fest am Bügel festhalten und schon ist die Maske zusammengeklappt. Ja. Und dann wieder, wie gesagt, auf die Serviette legen. Und dann natürlich auch, was ich auch schon beobachtet habe, Leute, bitte nehmt nicht die Maske und steckt sie in die Hosentasche. Auch das ist grundverkehrt, ja. In dem Moment klappt ihr die Maske zusammen, ihr habt alle Erreger wunderbar drin, ihr bebrütet es in der Hosentasche und setzt es dann gerade wieder auf. Das macht auch keinen Sinn. Nicht in die Hosentasche stecken, grundverkehrt, aber vielleicht wäre es ganz ratsam, ihr nehmt euch eine saubere Tüte mit ins Auto. Ihr könnt einfach einen sauberen Frühstücksbeutel, die Maske dann da rein und dann schön auf die Seite gelegt. Ja, Kaya, wie lange darf ich denn so eine Maske tragen? Man hört hier immer von 2 Stunden Regeln, keiner weiß Bescheid. Aber du wirst uns jetzt dazu was sagen Genau. können. Also es sind 90 Minuten Tragezeit, dann sollte eine Pause eingehalten werden. Wie gesagt, am besten an die frische Luft gehen, einfach mal durchatmen. Wenn ich jetzt in einem Raum sitze, dann am besten mal den Raum verlassen, einfach mal durchatmen. Und danach darf ich dann dieselbe Maske einfach wieder aufziehen oder muss ich eine andere Maske nehmen? Du darfst die Maske wieder aufziehen, also die maximale Tragezeit ist von FFP2-Masken von 8 Stunden, ja. Außer sie ist stark durchfeuchtet beim Sprechen oder, wie gesagt, nass, dann musst du schon eine Pause einlegen. Optimal wäre hier natürlich, wenn man 2 Masken bei sich immer trägt, sodass die eine lüften kann und ich die andere natürlich benutzen kann, ja. Ja, wir haben jetzt sehr viele, sehr nützliche Antworten. Du hast das sehr gut vorgeführt. Trotzdem gibt es zum Schluss noch so ein bisschen was zu sagen. Wir alle wissen, dass FFP2-Masken im Gegensatz zu medizinischen Masken doch um einiges teurer sind. Aber es dürfte ja dann auch gerechtfertigt sein. Und der Schutz einer FFP2-Maske, wann ist der immer besonders wichtig? Genau, gerade wenn man auch zu älteren Menschen Kontakt hat, sage ich mal, ich möchte jetzt mit Opa, Oma Kontakt, ich muss mich um sie kümmern, ich muss ihnen Essen bringen. Ja, bei solchen Menschen ist es wichtig, Menschen, die Vorerkrankungen haben oder zum Beispiel, wenn du krank bist und zum Arzt gehst, da wäre es sinnvoll, die FFP2-Maske zu tragen. Ja, ich hoffe, wir konnten hier einiges gut rüberbringen. Ich möchte mich auch noch bedanken bei unserer Hygienefachkraft, die das Ganze mit angeschaut hat im Background und uns dann auch ihr Okay immer gegeben hat durch Kopfnicken. Und ja, was soll ich sagen? Wir freuen uns auf unser nächstes Interview. Mal sehen, schaut einfach rein. Noch keine Ahnung, was für ein Thema. Und das Allerwichtigste, bleibt gesund und ihr wisst, wir sind für euch da. Vinzenz Krankenhaus Hanau. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.